Ich habe am Wochenende leider keine Zeit. Ich fahre nämlich zu meiner Familie nach Bayern. Nämlich, was ist das denn eigentlich und wann verwendet man dieses Wort? Das zeige ich dir in diesem kurzen Video. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem kurzen Praktisch-Deutsch-Video. Mein Name ist Samantha und ich bin dein Sprechcoach. Wir Deutschen verwenden das Wort nämlich ziemlich oft. Und deshalb ist es gut, wenn du es verstehst und natürlich noch besser, wenn du es selbst richtig anwenden kannst. Nämlich verwendet man auf zwei verschiedene Arten. Einerseits im Sinne von etwas begründen, eine vorangehende Aussage begründen. Zum Beispiel: Ich habe heute keine Zeit, ich gehe nämlich spazieren. Du kannst dir dieses Wort nämlich auch ein bisschen wie einen Nebensatz vorstellen, weil oder denn. Ich hatte heute frei, denn ich habe meine Überstunden abgebaut. Ich hatte heute frei, weil ich meine Überstunden abgebaut habe. Ich hatte heute frei. Ich habe nämlich meine Überstunden abgebaut. Mein Sohn hatte heute Abend Besuch von einem Freund. Er hatte nämlich schon seine Hausaufgaben gemacht. Wir haben heute die Rückerstattung für unsere Reise nach Bali bekommen. Wir hatten nämlich eine Reise nach Bali gebucht. Ich habe mir gerade etwas zu essen gemacht. Ich hatte nämlich Hunger. Ich habe heute die komplette Wohnung geputzt. Sie war nämlich so schmutzig. Die zweite Bedeutung von nämlich ist, und zwar, genauer gesagt, um etwas näher zu beschreiben. Zum Beispiel: Ich fahre dieses Wochenende nach Bayern, genauer gesagt in die Berge. Ich fahre dieses Wochenende nach Bayern, und zwar in die Berge. Ich fahre dieses Wochenende nach Bayern, nämlich in die Berge. Ich habe heute schon viele Übungen gemacht, und zwar Deutschübungen. Ich habe heute schon viele Übungen gemacht, nämlich Deutschübungen. Ich habe mir gestern einen Film mit meinen Kindern angesehen, und zwar Zoomania. Ich habe mir gestern einen Film mit meinen Kindern angesehen, nämlich Zoomania. Ich habe mir gestern etwas zu essen bestellt, und zwar beim Italiener. Ich habe mir gestern etwas zu essen bestellt, nämlich beim Italiener. Ich hoffe, dass dir die Bedeutung des Wortes nämlich ein bisschen klarer geworden ist und dass du es im Kontext jetzt auch ein bisschen besser anwenden kannst. Schreibe mir gerne deinen individuellen Satz mit nämlich in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar und lese mir all eure Kommentare durch. Und wenn du noch intensiver üben möchtest, kannst du das natürlich auch mit mir, mit meiner Unterstützung in einem Online-Sprechcoaching. Schau dazu gerne auf meiner Website vorbei, www.samantha-fernandes.com. Ganz liebe Grüße und noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns hoffentlich am Freitag wieder zum nächsten Video. Mach's gut!